devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ve böyle bir literatür varsa ben özür dilerim ve diliyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefetteki CHP ile devam eden Dersim olayları polemiğinde devlet adına özür diledi. Olaylarla ilgili yeni belgeler açıklayan Erdoğan, bu olayların sorumlusunun o zamanki iktidar CHP olduğunu belirterek özür dilemesi gerekenin de Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Dersim'i yakın tarihteki en trajik olay olarak nitelendiren Erdoğan, aydınlatılması gerektiğini belirtti. Diğer yandan Dersim olayları için özür dileyen CHP Diyarbakır İl Başkanı Muzaffer Değer görevinden alındı. CHP'den yapılan açıklamada Değer'in bu açıklamayı yapmadan önce görevinden alındığı kaydedildi. Wichtig ist, dass die ersten Parlamentsversammlung, dass die Dersimer Abgeordneten als Dersim-Abgeordneten eingeladen haben. Und die vom Karadeniz Laz-Abgeordneten eingeladen haben, vom Kurdistan Kurdistans-Abgeordneten eingeladen haben. Das heißt, sie haben einfach mal bei diesem Parlament die Leute oder die Völker einfach mal so akzeptiert haben und dann die haben gesagt, okay, da sind ja verschiedene Kulturen und Sprachen und alle schicken euren Vertreter hierher und wir wollen zusammen eine Republik gründen, um zusammen unser Land zu schützen und ja, ein demokratisches Land zu gründen. Mit diesem Versprechen sind die Leute hingegangen. Und das war bei dem ersten Parlament, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war ungefähr 120 Abgeordneten da. Aber von 120 Abgeordneten waren 6 Dersim-Vertreter da. Dann könnte man sich vorstellen, wie wichtig war Dersim in dieser Zeit. Welche Rolle da auch Dersim gespielt hat. Und danach, sie wollten ja natürlich Dersim verhindern, einfach mal vernichten. Weil sie wollten eine Nation, nur Türken, sie wollten einen Glauben, nur die Sunniten. Also, in Dersim wurde ja kein Türkisch gesprochen, sie könnten nicht behaupten, dass sie Dersimer Türken sind. In Dersim, die Leute sind nicht zur Moschee gegangen. Koçgiri gehört zum Beispiel zum Nordwestzweig Dersims. Also Koçgiri ist ein Gebiet. Viele denken, Koçgiri wäre ein Stamm. Das stimmt nicht. Und die Pirs sind ja aus Dersim. Ja, Baba Mansur zum Beispiel, ein wichtiger Pir-Ocak für die Koçgiri. Das heißt also, wir müssen das als Ganzes betrachten, dieses Gebiet. Und wenn wir schauen auf der Landkarte, wenn wir es mal so visualisieren, die stärkste Konzentration an alevitischer Bevölkerung war in Koçgiri Dersim bzw. Dersim. Ja, also die Stämme und die Ocak-Familien am stärksten konzentriert. Dadurch hatte das Dersim-Gebiet ein sehr hohes Potenzial und war natürlich für die Osmanen, für die Jungtürken, für die Kemalisten eine Bedrohung aufgrund der Strukturen, aufgrund des Potenzials, was sie innehatten. Und vor allen Dingen im Umbruch, ja, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, so die Ära der Nationenbildung, wo Nationalismus aufkam, Nationen sich bildeten. Ja, das Osmanische Reich hat ja im Balkan viele Länder verloren. Ja, was jetzt Ex-Jugoslawien zum Beispiel da, diese Gegenden, die haben ja dann Nationalgefühl entwickelt und sich selbstständig gemacht. Und die hatten natürlich auch Angst, dass diese Tendenzen auch in dessen Gebiet sich breit machen. Also der Anführer von Koçgiri war nicht Alisher, waren Alişan Bey und Haydar Bey, die beiden Brüder. Bei denen ist von den Kemalisten versprochen worden, wenn sie eine Republik haben, dass sie eigene alevitische Autonomie haben würden. Und denen ist vorgeschlagen worden, als Abgeordnete nach Ankara zu kommen. Und das wurde von denen nicht angenommen. Die haben ja gesagt, nee, uns versprochen worden, dass wir eine Autonomie haben. Und deswegen, sie wollten ja das. Und die haben ja einen Fax nach Möntrow geschickt, in dem haben die ja gesagt,
diejenigen, die als Dersim-Abgeordneten jetzt im Parlament sitzen, die vertreten Dersim nicht. Und wir sind Vertreter von Dersim. Und wir wollen das, was uns versprochen worden ist, zu haben. Was haben Sie gemacht? Das Erste, was damals gemacht wurde, 1921, als die Türkische Republik noch nicht gegründet wurde, aber die Strukturen schon sich aufbauten, war das Wichtigste, 1921 Militärmassaker in Kocaeli. Die logistische und die geografische Kappung der Verbindung zwischen Dersim und Kocaeli. Das war das Erste, was sie gemacht haben, dass die Verbindungen gekappt wurden. So, dann haben sie angefangen, ja, in Kocaeli fing es an, da haben sie das Gebiet platt gemacht, haben massakriert, haben deportiert, ja, haben alles gemacht, dass die Demografie zerstört wurde. Also diese Strukturen. Das war kein richtiger Aufstand. Aber der Topal-Osman, der war ein richtiger Mörder. Und der ist ja mit seinem Truppe dorthin geschickt worden und Sakallı Nurettin Paşa mit seinem Truppe dorthin geschickt worden. Und die haben dort ungefähr 134 Dörfer alles vernichtet. Obwohl das kein Aufstand war. Und die wussten schon, dass alle Aleviten sind und sie wollten einfach mal Dersim assimilieren. Das war Nord, Nordwest Dersim. Und sie wollten einfach mal diesen Zweig abschneiden, um Dersim zu isolieren. Ne? Deswegen, die haben getötet. Und da, Ali Şer Efendi waren da mit denen zusammen, mit seiner Frau und mit seiner Familie, Zarife Hanım und Ali Şer Efendi, die sind nach Dersim geflüchtet worden. Nicht nur alleine, aber die sind namentlich auch sehr wichtige Persönlichkeiten. Die anderen sind getötet worden, Ali Şer Efendi und Zarife Hanım, die sind nach Dersim geflüchtet worden. Lardan itibaren özellikle, hatta 20'lerin ortalarından itibaren devlet Dersim ileri gelenlerini aynı zamanda siyasetle kandırmış. Dersim ileri gelenlerini Mahmut Dede'nin de söylediği gibi 38'den evvel yaklaşık 10 yıl boyunca işte biz hilafeti kaldırdık, biz Osmanlı'yı kaldırdık, artık siz töhmet altında değilsiniz, siz Aleviler Aleviliğinizle yaşayabilirsiniz. Sizi böyle tanıyoruz. Efendim ama siz de gelin artık bu devlete dahil olun. Buraya yol, su, elektrik getireceğiz, okul getireceğiz. Sizi de Aleviliğinizle böyle tanıyoruz. Sizinle bir soru. Siz de artık vatandaşsınız. Kanun önünde eşitsiniz. Size ayrımcılık yapmayacak devlet. Evet demiş, biliyoruz. Osmanlı boyunca siz hep zındık, mülhit diye toplum dışına, meşruiyet dışına itildiniz. Ama şimdi devleti, o sistemi biz yıktık. Siz de gelin şimdi bize yardım edin demiş. Bunun da ileri gelenler evet kabul etmişler. Dersim'in seyitleri, önemli bazı ağalar, beyler de dahil. Efendim Meclis. Köy köy, mezra mezra gezmişler. Millete silahlarınızı teslim edin demişler. Meclise adam göndermişler. Efendim silahlar teslim edilmiş, okulların, mektepler, yolların hepsini millete yaptırmışlar. Bizzat Dersimlilere yaptırmışlar. Ondan sonra dediği gibi Mahmut Dede'nin bakın sizin için okullar yapıyoruz, halk evleri yapıyoruz. Burada siz de güzel şeyler öğreneceksiniz, meslek öğreneceksiniz, bilmem okuma yazma öğreneceksiniz diye yapmışlar. 2 sene sonra hepsini karakola çevirmişler. Kısacası... Devlet ilk önce bunları dahil etmiş, Dersimler sisteme kabul etmişler, silahlarını teslim etmişler. Zaten ağıtlardan baktığımızda 38 sonrası yakılmış ağıtların çoğunda Dersimlerin en büyük pişmanlıklarından birisi silahlarını teslim etmek olmuştur. Yani mesela Hıdale İsmi ağıtında aynen öyle geçer, der ki körlük geldi bize, kör olduk. Götürüp silahlarımızı teslim ettik. Biz silahlarımızı teslim edince bütün ziyaretlerimiz bizden küstü diye geçer ağıtlarda. Yani
Evet, Dersimler ikna olmuş, silahlarını teslim etmiş. Yolda, suda, okul yapımında, şurada, burada çalışmışlar. Her dört köyde bir halk evi yapın. O halk evleri alın şimdi karakol. O halk kendi köyleri içerisinde halk evlerini yaptı. Halk evi neye yarar? Halk evi, orada doğramacılığı öğrenirsin. Fidan yetiştirmeyi öğrenirsin, ziraatçılığı öğrenirsin. Kardeşim, gece okulu okur yazar öğrenirsin. Öyle bir halk evleriydi. Tabii ömrü fazla olmadı, bir iki sene. İki üç sene sürdü, ondan sonra karakol oldu onlar. O halk evleri. Böyle Erbaş, 15 sene içerisinde devlet tam oturduktan sonra halkı da artık korkutmadı. Kimisini bekçi etti. Halk da her tarafı öğrendi, bütün coğrafyayı öğrendi. Dağ geçitlerini, dağ ormanları, bilmem mağaraları, bilmem tam coğrafyayı tam elde etti. Ondan sonra 36'da köyleri, büyük küçük köyleri yan yana getirdiler. Kemal. Büyük köylere topladılar. Yani küçük mezreleri kaldırdılar. Meğer ki soykırımına hazırlıkmış. Dihabnia Ersmal Waffen gesammelt. Dann die haben die Brücken und Wege, Straßen gebaut. Und die haben viele Leute gekauft. Und zwischen diesen Aschretz, die haben gehetzt gegenseitig. Und dass die, sage ich mal, keine Einheit, nicht zusammenkämpfen können. 37'de ilk önce toplumun ileri gelenlerini, kimini dağlarda falan, suikastlerde mesela Şanay'ı, Seyit Rıza'nınoğlu Baba'yı, Ali Şer'i, bunları suikastlerle kendi çevresinden adamları satın alarak öldürtmüş. Dann die haben angefangen die wichtigsten Persönlichkeiten zu vernichten, indem dass sie hingerichtet haben oder getötet haben. Und dann die haben Ocaks, zum Beispiel Sarısaltık, dann Auçan, Kureşan, Baba Mansur, Dövreş Cemal, Dövreş Gür. Also die haben fast alle Ocaks wichtigste Persönlichkeiten getötet. Und viele wichtigste Persönlichkeiten in Dersim sind freiwillig zum Gericht gegangen, um das zu zeigen, wir haben gar nicht vor, einen Aufstand zu leisten. Ihr wollt ein Völkermord begehen und töten und wir sind nur einfach mal sozusagen vertäuschter Grund, dass ihr sagt, wegen euch das passiert ist. Um das zu verhindern, sie haben sich selber zugestellt zum Gericht und wie gesagt, von denen, das waren 52 wichtigste Persönlichkeiten, 7 hingerichtet worden und viele sind lebenslänglich auch Strafen bekommen im türkischen Gefängnissen auch gestorben sind. Seyit Rıza war ein Stammesführer des Clans der Abbasan, die zur Stammesföderation Sheikh Hasanan gehören. Sein Dorf war Ardat, das gehört zu Khosat in Dersim. Er stammt aber, oder sein Vater und Großvater, die stammen aus Ovacık Dere Arey. Man sagt aber auch, da auch er und auch seine Enkel weiterhin Rayber genannt werden, weil Rayber ist der eigentlich die Bezeichnung für einen alevitischen Geistlichen. Es gibt nämlich auch, was ich auch seinen Enkel gefragt habe, dass er eigentlich unter die Abbasan kam und so zum Stammesführer wurde, nur dass er eigentlich einer alevitischen geistlichen Clan angehört, den Sheikh Ahmed. Diese haben auch Talibs und sind alevitische Geistliche, die dann von Ovacık nach Khosat kamen.
gezogen sind. Und er wurde eigentlich mehr vom türkischen Staat mehr so genannt, also der Führer der Rebellierenden. Es hat in Dersim keine Rebellion gegeben, es hat keinen Aufstand gegeben, so wie wir es in vielen Büchern und auch in türkischen Dokumenten kennen. In dieser Zeit war in Dersim Aşiret oder Ojas. Und jede Clan, jede eigene Gruppe hatte einen Anführer. Und der Anführer hatte nur das zu sagen im eigenen Community. Aber Seydrza war ein alter Mann, da war ein weiser Mann und der hatte natürlich einen, sage ich mal, ja, der war eine geschätzte Person. Aber man kann nicht sagen, dass der Seydrza ein Anführer war für Dersim, ganze Dersim. Er gehörte zu Sheikh Hasan und dann unter Sheikh Hasan gibt es so Abbasan, der ist ja. Da hatte er das Sagen, aber im ganzen Dersim schwer zu sagen. Ich gebe mal nur ein Beispiel. Als der Seydrza seine Kinder und Frau nach Bergen, in den Bergen versteckt halten wollten, weil er hat ja gesehen, dass es gefährlich wird. Er schickt ja seine Leute in die Nacht zum Dorf, um eigene Kinder und Frauen vom Dorf in den Wäldern oder Bergen zu bringen, in die Sicherheit zu bringen. Nachdem die erfahren haben, dass sie weg sind, sind hinterher gerannt, die Soldaten. Das ist nur ich rede ja vom Frühling 37. Und also 37 Leute, Familienangehörigen und Verwandten vom Seydrza sind vor Augen vom Seydrza. Der Seydrza saß ungefähr 100 Meter, 150 Meter da oben unter einem Baum versteckt und da unten sind 37 Familienangehörige sind getötet worden und der konnte eigene Kinder nicht schützen. Er konnte eigene Frauen nicht schützen. Also man kann von einem so generalen Anführer nicht reden. Aber der war eine wichtigste Persönlichkeit in Dersim natürlich. Seydrza, was er gemacht hat, das war am Fluss, am heiligen Fluss Munzu, dass er mit den anderen Stämmen zusammen sich darauf geeinigt haben, mit einem heiligen Schwur, sich nicht der Gewalt des türkischen Staates zu ergeben. Und die Stämme, die ich eben erwähnt habe, meistens, das sind die Haideran und die Demenan dafür bekannt und auch im Westen dessen die Kojan. Diese Stämme sind bekannt für, ihre, für ihren Widerstand. Es hat natürlich auch von anderen Widerstandsbewegungen gegeben. Diese waren natürlich nur auf engem Raum beschränkt. Und das war eigentlich mehr eine Notwehr sozusagen. Man kann nicht von einem Aufstand reden. Und Seydrza wurde zusammen mit sechs anderen 1937 im November erhängt, angeblich wegen Aufstand gegen den türkischen Staat. Und man hat sein Alter herabgesetzt und sein Sohn, der 17 war, der wurde dann kurzfristig per Eilentscheid, sag ich mal, sein Alter erhöht und damit die Todesstrafe vollstreckt werden konnte. Was er bei der Hinrichtung gemacht haben, das war echt vorbildlich. Und das ist die Dersmer, alle Dersmer könnten sich mit dem sich identifizieren. Also, erstens, er hat nicht bereut. Er hat einfach mal verteidigt. Er wusste schon, was mit ihm passieren wird. Und İhsan Sabri Çalyangil erzählt, es war dunkel und überall war leer. Aber der Seydrza schreit, als wäre die ganze Stadt mit Menschen voll ist.
wir sind Nachfolger von Kerbela. Wir sind unschuldig. Das ist ein Mord. Er sagte, ich habe ja gar nicht verstanden, wieso er so geschrien hat. Aber Cetrisa wusste ja schon, dass die Nachfolger von Dersma diesen Appell einfach mal bekommen und dass das folgen würden. Und wenn wir jetzt überall in jedem Veranstaltung gucken, diesen Andenktag gucken, dann sehen wir schon Bilder vom Cetrisa. Hören wir dann schon Eulade Kerbeleime, Bechetau, Begunaime. Das ist dieser Schrei von Cetrisa, hört man. Und Cetrisa ging selber dorthin. Der war ein Armenier, der ihn hinrichten wollte. Der bezahlt war natürlich. Der. Und der schieb ihn einfach mal zur Seite, ging selber dorthin und seinen Stuhl selber runterfällt. Und diese Art von Cetrisa, es ist vorbildlich, dass ein alter Mann, der sich mit Kerbela identifiziert und alle Dersma und Aleviten können sich mit dem Cetrisa identifizieren, der hat einen langen Bart, der war ein sehr alter und weiser Mann. Also deswegen, der ist eine sehr, sehr wichtige Person. Persönlichkeiten auch für Dersma und Aleviten. Nachdem die gesehen haben, dass sie keine Waffen haben, dass sie keine wichtigsten Persönlichkeiten haben, dann haben die mit Massentötern angefangen. Und dann haben die richtig, was sie gesehen haben, getötet. Nicht nur getötet, die haben Dörfer verbrannt und zerstört. Das war Sommer und die haben alles in Flammen gelegt. Und die haben alle Tiere getötet. Entweder die haben mitgenommen, um in anderen Städten zu verkaufen, oder sie haben an der Stelle die getötet, damit diejenigen, die im Wäldern und Bergen sich versteckt halten, kein Essen und keine Getränke haben. Die haben die Dorfleute gesammelt. Manchmal, die haben gesagt, okay, wir wollen euch nach Westen schicken. Hier ist gefährlich, wir wollen sie in die Sicherheit bringen. Wenn ein Fluss in der Nähe ist, die sind zum Fluss gebracht, da getötet, ins Fluss Munzur oder Harçik geworfen. Und Munzur und Harçik haben tagelang, monatelang, die haben Leichen getragen. Nach Zeugenerzählungen. Und wenn auf den Bergen war, die haben die Leute gesammelt, die Hände gebunden und getötet. Und ja, dann die haben die verbrannt, meistens. Und nachdem die getötet worden sind, dann die Soldaten gehen einfach mal auf denen, erstmal die suchen für Wertschätze, ob die Gold dabei haben, ob die Uhr haben, ob die Kette haben, ob die etwas Wertvolles dabei haben und zusammen. Und ob die Leute vielleicht unter Leichen am Leben geblieben sind, die auch zu töten. Ja, dann, wie gesagt, nach einiger Zeit, die Überlebenden, die sind nach Westen deportiert worden. Die haben nach diesem Muster. 45'lere kadar daha dağda savaşan Demenen aşiretinden özellikle savaşçılar vardı. Aileleriyle birlikte kalıyorlardı. Bunlara yönelik sürekli operasyonlar yapılıyordu. Kelle getirilirdi dağdan ve bunların kellesine ödül konmuştu. Aşiretleri de teşvik ederlerdi. Yani muti aşiretleri, yani savaşmayan, devlette savaşmayan yerleşik aşiretleri de aileleri de teşvik ederlerdi. Fakat devletin aslında 45-46'lara kadar 38'in devamı olarak bölgeden vurup getirdiği, kestiği kelleler falan, bazıları Harput'ta idam edilenler var, bir iki tane. Yani devam ediyor aslında bu 45-46'lara kadar. Bölgede de devletin zulmü,
özellikle hedef seçilmiş ya da isim listelerine konulmuş kişilerin aileleriyle birlikte yakalanması, efendim öldürülmesi hep devam etmiş. Bir jandarma baskısı olarak yaşanmış. Altı sekiz de. Ama ben de alçakta dayım yani gömüldü beni alaya. Kerizleri deri. Şimdi sen çarptın makine yıkırmış geldi. Hepsini daradılar. Daramış geldi Pero. İyi. Daramış geldi sıra ama giyiniyor. Giyin, cinayeli. Giyin ki var ki, giyin ki köle yok, köle yok ki kıskınca o kadar para. Herbeleri. Bu ay leveme der. Bir ay bunda mı der? Ya vakti gidiyor der o. Ha cin geri vat ki iç kör hor onu vat. Cin ki tirkin ez ana. Ana. Tirkin ez ana. Asker ki çünkü gelle çünkü çünkü kerde gelle tıvan gire. Mamza beşli. Tek yine para demdi her. Karşına karşına. Karşına para demdi her. Leymen ne veri bana, çekerdiğin meher. Az balmış bir. Korktum. Cini var, cini kırmış geldi ya. Ha cini kat yine o. Az dem diyor her. Şi kurutu daha şi. Şi kurutu. Bu vakitte daha geç. Şi kurutu. Daha haberim var Çin'e. Cini kır geldi. Bir tane meyti demdim mi ser? Raya 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 geceli. Demdim mi ser? Bir tane beni mi deri? Ha cincin beni mi deri ha? Ha uzak bir. Bir tane demdim mi ser? Bir tane beni mi deri? Böyle kire preno yo preno yo tümayi. Bir şey yok. Çarık. O devir. O devirde. Çarık mı gelme deri? Az rüya çıkıyor. Asma kutu ya asma. Anladın mı? Rızana yani. Asma kutu ya. Zibayı zibayı sen o. Hayla mı Allah kim mi? Yüye yaralıya yüdür vettana yüdür vettana. Şu çeneke. Çeneke yüyleye mi derim? Nalana çeneke. Çeneke azda bak. Fese serra fese. Vat seven vat. La bu ayman bizim tenavun bu ama o. Al çelak yaba. Ne mi ba? Ne mi ba zeri? Ne mi hız zeri? Zeri mi peki? Siz ben atörü seviyorum. Vat çünkü do çistamıra çünkü sünün kerdo. Lokrimi an bir kaber. Mire o bir. Mire vat eren. Aziz ağabey. Çıkıp ya git oraya o. Kapçını bir şey ettin, tava için o. Vata fesan bizi. Fesan serin bizi. Beri de o çıkıp ya. Mi vata sıdılmış kadar, akıllı sıdılmış kadar nayı. Fesan ağa oya nazar o. O fesan kurutu ben de. O leğme dara, sen ne işliyor. Bir kere pır. Ula fesan tava o neresi ya. O neresi ne fesan ağa. Hani o akşam para dizi. Açene kahvaltı mı da? İmba derdi tosuk çayın dalına. Vat lokrimi amit eder. Çünkü sonucu. Ne var adam bana? Fistan fistan para o. Fistan eder ki. İmba derdi bir fistan var derdi berske berske. Berske lokrimi o amit eder küt ne küt. Ama patlamış değil mi? Tava ne bir, lokrayı bir şey. Ne var üzeri? Bir fistan yatıp, fistan yatıp der ki o. Ver zıra geri. Lokrayı tutayım üzeri geri. Pelge de, belge, belge, belge aso, pır aso, pır. Ama pelge nansar, tükeldi, belge zerre lokrayı keri zerre. Ama belge pa, gel hil,
Belki direkt serinden de direkt ser. Gireda. Pistan sarken. Mava zeri belki çıkıyor sev kimi bat. Ve ma bir brem mi? Ertesi ki ramena. Bat az ramena. Tıvasa tamam ben. Sen iyi. Jetzt haben wir im Rahmen vom Dersim 37-38 Oral History Projekt feststellen können, dass ungefähr über 100 Orten die Menschen getötet worden sind. Und meistens Çemişgezek, Hozat, Kovacık, Pülümür, Nazimiye und Zentral Dersim. Und auch in Masjid natürlich. Rakamlar yaşların söylediği, yani o dönemin şahitlerinden, o dönemin kaynaklarından en az 70-100 bin. Çünkü bölgede ondan evvelki yapılan nüfus sayımında bölgenin sadece Kırmanç nüfusu 100 binin üzerinde gösteriliyor. Bu da o dönemin imkanlarıyla yapılan şeyler. Also nachdem die mit Massenmord fertig war, dann die haben dieses Mal die Leute nach Westen geschickt, mit diesem Verbannung. Schätzungsweise sind zwischen 40.000 und 60.000 Menschen getötet worden bei diesem Völkermord. Und aber offiziell Erdogan hat 13.806 Zahlen schon angegeben und 12.500 nach Westen deportierten Leuten, die haben schon angegeben, aber diese Zahlen sind nicht richtig. Unsere Recherchen, also ich kann ja keine genauen Zahlen nennen, aber zwischen 40 und 60 Menschen getötet worden sind, circa 20.000 sind nach Westen deportiert worden. Kalanların önemli bir kısmı sürgünlere gönderildiler. Bunlar her bölgede ileri gelen aileler seçilerek ve bir aile diğeriyle akrabalar da bir aile iki aile aynı köye gitmeyecek şekilde parçalanarak hatta bazen bir aile bile oğlunu şuraya gönderiyorlar kızı şuraya gönderiyorlar aynı ailenin çocuklarını yani bölen örnekler de var böyle Batı'nın Balıkesir, Bursa efendime söyleyeyim Aydın, Uşak Adapazarı var mı Mahmut Dede? Var. Adapazarı. Düzce Adapazarı. Es ist sehr wichtig, dass sie nicht zusammen zu einem Ort geschickt worden sind, dass sie immer soziale Kontakte haben, dass sie die Sprache pflegen, dass sie ihren Glauben praktizieren können, dass sie sich sicher fühlen, sondern zum ersten Mal in der Türkei, die Dersma sind einzelne Familien zu einzelnen Dörfern geschickt worden. In jedem Dorf darf nur eine Familie wohnen. Und die Familien durften ihren Dörfer nicht verlassen. Manchmal, der Vater ist mit zwei Kindern in diesem Stadt, die Mutter mit zwei Kindern, was weiß Gott, alleine in anderen Stadt gewesen.
Und das hat jahrelang gedauert, dass die diese Familien wieder zusammenkommen. Also sie wollten eine absolute Assimilation durchführen, dass die Leute die Sprache vergessen, Türkisch lernen, zur Moschee gehen und sunnitisiert werden. Gittikleri yerde köy ise o köyün en alt tabakası olmuşlar. Aşağılanmışlar. Çok haksızlıklara uğramışlar. Efendim kuyruklu Kürt, Kızılbaş, bilmem ne vesaire gibi adları hep böyle kalmış. Kendilerini kabul ettirebilmek için çok kavga etmek zorunda kalmışlar. Kendi haklarını alabilmek için çok mücadele etmek zorunda kalmışlar. Yani resmen 10 yıllık bir cehennem hayatı yaşamışlar. Bugüne kadar ben gittiğim sürgün bölgesinde halktan şöyle iltifat gördüm, böyle yardım gördüm ya da beni aşağılamadılar diyen bir tek örnek dinlemedik. Die nach Westen deportiert worden sind, sind meistens die Leute, die sich im Wald oder auf den Bergen oder woanders versteckt halten könnten. Die sind nach Westen deportiert worden. Also bis dahin. Und auch, man muss ja einfach mal noch dazu sagen, die haben ja ein Gesetz, Tunceli-Gesetz, entworfen. Und nach diesem Gesetz ist es ein Strafgesetz. Wer in dessen Gebiet, die haben Tunceli-Gesetz genannt, wer im Tunceli festgenommen worden ist, hat ein anderes Strafgesetz. Wer außen Tunceli ist, hat ein anderes Strafgesetz. Und sie haben von Erzincan gesetzlich gesehen, die können ja Tunceli-Gesetz nicht in Dersim durchsetzen. Aber die haben eigene Gesetze auch verletzt. Circa 100 Alevitschen Prediger, wichtigsten Leuten gesammelt. 3 Tage, die haben ja in Klitschkaya, Surwan, alte Namen, festgenommen und in Sinigiri dort getötet. Und 5000 Aleviten in Erzincan sind auch nach Westen deportiert worden. 47-48'de geri döndüler Kemal. O arada tekrar herkes bir zaman içimizde kaldılar. Tam bu Menemunka köylerine çıkamadılar. Cumhuriyet Halk Partisi yıkıldı da demokrat gelince o Menemunka köyleri de kaldırdı. Herkes köylerine gitti. Babasının hanesini tekrar düzeltti, evini yaptı. Ondan sonra tekrar Pir Talip buluştu. Kardeşi diyeyim, yol ikrar devam etti. Herkesin hanesinde tekrar duman tüttü. Erken dil, kültür, itikat devam etti. Toplum yeniden kendi yaralarını sağaltarak eski sisteme dönmeye çalışmış. Özellikle de 38'den 45-46'lara kadar sürgünde kalınmış. Bir de Dersim'in önemli köyleri, mezraları, yaylaları men'i mıntıka dediği yasak bölgedir. Devlet tarafından yasak bölge ilan edilmiş. Fakat bu 45-46'larda kaldırılınca sürgündekilerin çoğu dönmüş. Yani aslında ondan sonra yine Mahmut dedenin söylediği gibi 60'lara kadar da işte bunlar yeniden köylerine yerleşmişler, yeniden pir, talip, ikrar vesaire o eski sistemden kalanlar olduğu için bu kuşak henüz 38 öncesinden kalan kuşak olduğu için yeniden pir, talip, ikrarına dönmüş, düğün derneğine dönmüş, diline dönmüş. Efendim o kültür yeniden sanki bir canlanır gibi olmuş. Die meisten Dersimer 10 Jahre lang bis 1948 nicht nach Dersim, die deportiert wurden, nicht nach Dersim zurückkehren durften. Und es hat sich natürlich ein Trauma dann so ausgewirkt, dass die Generation, die den Genozid erlebt hat, nicht möglichst nicht in der Öffentlichkeit darüber gesprochen hat. Es wurde auch, obwohl zum Beispiel viele Dersimer, die nachfolgende Generation sich der Türkei-Linken, der sozialistischen Linken angeschlossen haben, das Leid der eigenen Eltern und Großeltern eigentlich darüber
nie, so gut wie nie geschrieben haben. Wir haben es hier mit einer traumatisierten Gesellschaft zu tun. Und heute noch, also die Kinder, die Enkelkinder, das sind alles Kinder von traumatisierten Menschen, von traumatisierten Gesellschaften. Ja, weil viele zum Beispiel, viele andere alle sagen, ja, ja, die Dersimer sind aber komisches Volk und Dersimer Chuchtu auf sein Böhlele. Aber die denken nicht, das sind traumatisierte Bevölkerung. In Yozgat, die Aleviten, Tokrat, die wurden nicht so traumatisiert. Chorum, ja, aber nicht wie Dersim. Das sind aber auch traumatisierte Volksgruppen, beziehungsweise die Bevölkerung. Aber Dersim war was anderes. Dersim ist ein Riesentrauma gewesen. Ja? Und das hat auch dazu geführt, dass die Identität auch zerstört wurde. Deswegen auch der Begriff Ethnozid. Ethnozid, also die Zerstörung einer Kultur, was Sprache beinhaltet, Glauben, Religion beinhaltet, ja, und eben diese Aşiret-Ocak-Struktur. Pir-Talip ilişkileri. Yani 38 doğrudur Dersim kültüründe bir kırılma noktasıdır, bir milattır. Ama bu bir günde ya da bir yılda başlayıp bitmiş bir süreç değildir. Und Dersim wurde ja nie in Ruhe gelassen danach. Wurde ja, der Staat hat ja wirklich seine Autorität wirklich da massiv, ja, mit massivem Militäreinsatz sozusagen stabilisiert. Und das hat dazu geführt, dass eben, was wir heute haben. Wenn man mal schaut, Koçkiri und Dersim, das sind die Gebiete, wo die Menschen am meisten Identitätsprobleme haben. Ja, viele sagen, ja, bis Türküs, die anderen sagen, bis Kürdüs, die anderen sagen, bis Zazayis. Und wir sind das, wir sind dies und völlig zerspalten. Ja? Und das ist auch Sinn und Zweck der Sache gewesen, diese Einheit zu zerstören und einfach in verschiedene Lager aufzuspalten. Ja? Und eines der schlimmsten Sachen, was uns passieren konnte, was Dersim und Koçkiri passieren konnte, ist einfach Nationalismus, kurdischer oder türkischer Nationalismus und auch dieser Zaza-Nationalismus. Es ist alles zum Nachteil der alevitischen Bevölkerung, der alevitischen Lehre. Cumhuriyetçiler, o Cumhuriyeti methedenler, o inkar edeceğimizi, edeceklerini, o Dersimlerin önünde diz çöksün. Af dilesinler, özür dilesinler. O bebeklerin önünde, o kadınların önünde. Kocaman Türkiye Cumhuriyet Devleti, bilmem kaç tane devleti Türkiye'de kovuyor, geliyor Dersim'de bebek öldürüyor. Als ich Vorsitzender von Föderation der Dersim-Gemeinde in Europa war, ich habe einen Brief an Bundesminister, Premierminister Erdogan geschrieben, in dem wir haben genau aufgelistet, was wir von denen verlangen. Welches Jahr war das? Das ist 2009 habe ich einen Brief geschrieben. Dann haben wir einen Brief an Präsident Gül geschrieben, dann haben wir mit, da haben wir genau formuliert, was von als Erste überhaupt eine klare Entschuldigung, eine klare, ohne Aber, ohne Und. Und diese Entschuldigung soll ja im Parlament sein und mit allen Beteiligten. Nicht, dass der Erdogan in einer Versammlung mit eigenen Parteileuten ein Wort und halbherzig, ja, wenn der Fall wäre. Ne? Wir wollen ja eine klare Entschuldigung haben, erstens. Und zweitens, das muss geklärt sein. Öffentlichkeitsarbeit. Also das muss ja genau alles offengelegt worden. Wer hat das geplant? Wo wurde ja geplant? Wer war beteiligt? Welche Soldaten hingeschickt worden sind und wer wo getötet worden ist, wer wohin geschickt worden ist, welche Kinder sind zur Adoption freigegeben worden sind und verschollene Tochter, was ist denn mit denen passiert? Also wir wollen genauso, was passiert ist, alles auflegen. Und dazu, wir haben eine Kommission, eine Wahrheitskommission, der ist eine Wahrheitskommission auch vorgeschlagen. Bei diesem Kommission sollten auch die Opfer von Dersma vertreten sein, mit denen, dass man zusammenarbeitet.
Aber was haben die davon gemacht? Im Parlament gibt es eine Kommission, Menschenrechtskommission, und die Menschenrechtskommission ist, das ist nur eine Dersim-Kommission gegründet worden. Ja, ihr könnt da euch bewerben, Briefe schreiben. Hey, hallo, wir wollen über unser Schicksal, über unsere Geschichte, was da passiert ist, genauso wissen. Wir sind keine Leute, keine Informanten, ihr könnt nicht von uns, wir sind Opfer. Wir sind unseren Großeltern getötet worden, eine Generation von dessen ohne Vater, ohne Mutter, ohne Onkel auch groß geworden ist. Und wir wollen diesen Schicksal einfach mal öffnen, was da passiert ist genau. Nicht, dass wir einen Brief schreiben hier, das passiert, euch zu informieren. Das ist nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe vom Staat. Und das ist, man kann ja nicht nur sagen, ja, die Kemalisten und JHP das gemacht, das ist vom Staat geplant worden ist. Und diese Rechnung muss ja vom Staat getragen sein. Als das passiert ist, Mustafa Kemal war in Chankaya als Staatspräsident. Und jetzt Staatspräsident ist Erdogan. Und der Erdogan muss ja was tun. Und als Zweite, wir wollen ja einfach mal Entschädigung. Was sie vernichtet haben, die müssen wieder gut machen. Die müssen unsere Dörfer nochmal aufbauen, uns unter Schutz nehmen, die Leute, die davon auch, die vom Westen auch Land bekommen haben, die bekommen auch ihr Land wieder zurück, dass sie die Entschädigung bekommen, um die Stadt nochmal aufzubauen. Und was sie von uns weggenommen haben, wir wollen alles, aber alles zurückhaben. Auch Namen dessen. Auch die Geschichte von verschollener Tochter. Auch die Geschichte von Familien, die zerstreut sind. Alles zu wissen und diese entschädigt wird. Und als Drittes, als Letztes, wir wollen, dass nicht in Vergessenheit geraten wird, damit diese Verbrechen nochmal passiert. In Schulbüchern oder Denkmal oder Bücher oder Filme darüber gedreht werden, um nicht in Vergessenheit geraten zu werden. Nicht, dass die sagen, okay, wir haben da einen Fehler gemacht, ja, Entschuldigung, und Schluss damit. Wir haben die Sache schon erledigt. Und diejenigen, die das behaupten, die haben überhaupt keine Ahnung vom Aufarbeitung der Geschichte, was auf der Welt passiert ist. Und deswegen, wir wollen mit denen zusammenarbeiten. Das war ein großer Schritt. Er wollte ja Kılıçdaroğlu schaden. Deswegen, der hat ja ganze Zeit Dersim thematisiert. Und der glaubte, der ist ein Dersimer, der ist ein Alevit. Da kann ich ihn schaden. Nicht vom Herzen, weil der ein Menschenrechtler ist, weil er tatsächlich das falsch gefunden hat, weil er mit der Geschichte ist, auseinandersetzen wollte, sondern dass er für eigene politische Ziele ausnutzen wollte. Wir wussten das schon am Anfang an, dass so ist. Aber wir wollten auch diese Möglichkeit nutzen, diese Verbrechen in die Öffentlichkeit zu tragen. Das haben wir.